Hallihallo, wunderschönen guten Morgen, guten Mittag wünsche ich euch. Wir sind hier wieder bei mir im Büro, wie ihr sehen könnt. Ne? Hier. Hoffentlich wird es heller. Jawohl, wird heller. Und zwar aus folgendem Grund. Habe ich, oder zumindest die meisten von euch schon gesehen haben auf Instagram, über die Stories ist mein BMW nicht angesprungen. Wir hatten da so ein kleines Problemchen und deswegen haben wir hier unten, ich hoffe ihr könnt es sehen, hier unten das Paket stehen. Das machen wir auch am besten gleich mal auf und gucken mal rein, was da drinnen ist. Denn, ja, wenn der BMW nicht anspringt, dann haben wir ja hier ein bisschen was an Problematik. Und mir ist es aufgefallen, leider. Ich wollte nämlich dringend zum Arzt. Und wie das dann so ist, man muss dringend zum Arzt. Auto springt nicht an, kriegt man natürlich erstmal einen Hals. So, also, wir haben das jetzt soweit schon mal hier weiter aufgemacht. Guck mal hier rein und zwar ganz einfach haben wir hier eine schicke Batterie drinnen. Und zwar nicht irgendeine Batterie, sondern eine Markenware. Können wir die so an der Packung rausziehen. Ich meine, 17 Kilo sind immer noch 17 Kilo. So. Und zwar ich habe bestellt eine Warta 74 Ampere Stunden Batterie mit einer Kaltstartleistung von 750 Ampere. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass diese Batterie nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein ist. Und zwar, denn wenn sie zu groß ist, kann sie die Lichtmaschine oder man sagt immer Lichtmaschine, man sagt eigentlich den Generator, kann es dann nicht mehr richtig laden. Sie ist nie ganz voll oder wird nicht mehr richtig voll geladen und dementsprechend ist die Batterie eben nie in ihrem richtigen Zyklus drinnen. Das ist immer wie so eine Welle, ist der Zyklus bei diesen Batterien, was keine AGM, EFB, ich glaube EFB heißen die, ist. Und dementsprechend wird die Batterie da aus ihrem Zyklus rausgeholt und geht dann schneller kaputt. Wollen wir natürlich nicht, wir wollen sie ja lange haben. Vor allem, wenn wir da das Geld ausgeben. Bei mir war es so, ich bin zur ATU hinten gefahren und dachte mir, weil ich diese Batterie gesehen hatte bei Amazon für, ich blende es mal ein, ich glaube 85 Euro waren das. Und dachte mir so, okay, fahrst du zur ATU hin. Die haben die ja vor Ort. Sagst du, guck mal, den Preis habe ich online gesehen. Könnt ihr mir denselben Preis machen? Machen sie nämlich immer sehr gerne, dass sie sagen, okay, Tiefpreisgarantie. Dementsprechend bin ich hin, habe dann durchgesprochen, sagen sie, nee, 85 Euro können sie sich anbieten, weil bei denen online, nicht online, sondern bei dem im Shop 151 Euro kosten würde und dann wurde mir angeboten, ja, sie machen es für 105 Euro. Dann habe ich gesagt, Jungs, seid mir nicht böse, 85 Euro bis 105 Euro sind 20 Euro. Wenn ich das im Monat bei 5 Produkten mache, dass ich 20 Euro mehr zahle, dann sind das irgendwann Summen, die muss ich nicht mehr ausgeben. Dafür habe ich mein Amazon Prime, habe es bestellt. 3 Tage später war sie dann da oder ist jetzt da, besser gesagt. Wir können sie auspacken und können sie zum Auto bringen, können es im Auto anschließen. Das machen wir auch gemeinsam. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich am Auto wieder. Und zwar, ihr seht, die Batterie ist bei dem Fahrzeug hier unten drunter. Dafür machen wir einmal die Sitzgarnitur noch vorne, genauso wie auch die von der Beifahrerseite, denn die Batterie ist hier unten drunter. Um diese Platte hier wegheben zu können, müssen wir auch diese hier hochheben. Mal das hier runter und okay, kriegen wir so nicht hochgehoben. Dafür müssen wir die Tür mal kurz öffnen. Das machen wir von hier aus und können dann das Ganze hier hochheben. Das Ganze ist hochgehoben. Ich habe hier vom letzten Mal, weil ich ja schon fremd gestartet wurde und überprüft habe, hier die Muttern weggelassen. Dann können wir das hier nach oben klappen. Können das hier auch hoch und können dann hier einfach tatsächlich das Ganze rausheben. Das sieht dann ganz in etwa so aus. Und hier unten drunter haben wir tatsächlich schon ein Chaos. So, hier haben wir die Batterie und wir gehen wie folgt vor. Wir tauschen die Batterie aus. Die neue steht schon da. Habt ihr ja schon gesehen. Und die alte hier drinnen. Wir fangen an, einen ganz einfachen Spruch gibt es dafür. Wir nehmen, also wie welcher Pol demontiert werden muss. Wir nehmen dem Auto die Batterie weg, deswegen
erst Minus weg, danach Plus. Dasselbe dann umgekehrte Reihenfolge. Wir geben dem Auto wieder die Batterie, das heißt erst Plus, dann Minus. Und das machen wir jetzt Ganze. Das heißt, wir schnappen uns jetzt Werkzeug, gehen hier drauf, nehmen hier auch mal die Schutzkappen runter. Was ist das hier eigentlich? Ach, das hätte man vielleicht auch anschließen sollen, ne, an die Batterie für die Säure, damit die Säure nicht so ausläuft wie hier unten drin. Da kümmern wir uns gleich mal drum. So, wir haben einmal den Pol, den Minuspol gelöst, den Pluspol auch. Den habe ich jetzt hier vorsichtig hingetan, dass er mir nirgendwo drankommt. Ganz wichtig, den auch gleich einpacken. Ich habe hier drüben den Minuspol eingepackt. Pluspol packen wir auch gleich noch ein. Dann können wir Batterie rausheben, können wir hier ein bisschen sauber machen und dementsprechend gleich wieder alles einbauen. Was ich vergessen habe, hier unten, die auch lösen. Wo habe ich sie hin? Hier. Hält ihr natürlich die Batterie in Position, mit der 10er Nuss einfach drauf gehen, könnt einfach lösen, runterschrauben, fertig. 13er Nuss für die Anschlüsse, beide sind identisch, bei dem Fahrzeug zumindest. So, die neue Batterie ist drin, ich habe ein bisschen ringsrum alles sauber gemacht gehabt und dementsprechend schließen wir jetzt wieder an. Hier haben wir aber auf alle Fälle dieses Entlüftungsventil, das schließen wir auch bitte an, ganz ganz wichtig, damit die Batterie hier diese ganzen Gase nach unten wegleiten kann und dementsprechend nicht im Auto die Gase verbleiben. Und als allerletztes, nachdem wir natürlich beide Pole angeschlossen haben, machen wir hier natürlich auch noch die Befestigungsplatte auch wieder fest. Ja. So, und da gehen wir gleich nochmal mit der Ratsch drauf, dass auch wirklich fest ist. Ratsch haben wir uns hier hingelegt. Schauen wir mal, dass es so weit geht. Ja, geht natürlich nicht. Machen wir vielleicht eine Verlängerung oder können das von der Seite aus machen. Ein bisschen. Ja. So, soll sich ja natürlich nicht bewegen. So. So, perfekt. Das war fertig. Das heißt, den Anschluss haben wir auch drauf. Seht ihr hier, die Pole sind fest und jetzt können wir tatsächlich auch schon wieder alles wieder zusammenbauen und das Fahrzeug starten. Noch eine wichtige kleine Information am Rande. Tut euch den Gefallen, auch für die Zukunft, macht diese Polabdeckungen immer mit drauf. Glaubt mir, ich habe schon Sachen gesehen, die muss man nicht sehen. Also, Polabdeckung drauf, alles ist fest, ready to go. Sollte euch das Video gefallen haben, so als kleines Video, wie ihr auch kleine Sachen nebenbei machen könnt, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal. Stunde der Wahrheit. Wir gucken direkt mal, Handbremse ist angezogen, Gang ist raus. Gucken wir mal. Ja, Gang ist raus. Zündung geht soweit alles an. Jawohl. Okay, Uhrzeit muss ich einstellen, aber das ist ja nicht so schlimm. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.